bin. Ich grüße euch hier vom Südholland, vom Scheveningen. Das ist der Platz, an dem ich diese Reinigungsritual mache, schamanische Reinigungsritual mit Hellgebete. Ich möchte euch zeigen, wo ich arbeite. Das ist der Nordsee, das Ort heißt Scheveningen in der Nähe von Den Haag. Hier auf dem Strand halte ich das Ritual zweimal am Tag, morgens und abends mache ich Gebete und Ritualkreise mit Energieübertragung und schamanische Heilarbeit. Und jetzt möchte ich euch den Strand zeigen. Es ist richtig ein riesengroßer Strand. Es ist ein riesengroßer Strand, wo ich sehr viel Platz habe zu arbeiten. Das muss ich noch üben mit der Kamera. Okay, film mal bitte hier diese Kaffee. Das ist das Feuer, was ich an den Teilnehmer geschickt habe, aus kurzem Video in diesem Kaffee direkt am Strand. Da habe ich gestern Abend etwa eine Stunde und 15 Minuten am Feuer direkt am Strand diese Heilgebete, ganz verschiedene, viele Heilgebete gesprochen mit der Mutter Maria, was ich euch berichtet habe an den Teilnehmer. Die haben das Video, wollte ich euch extra nochmal den Platz zeigen, wo das Feuer brennt. Mit der nächsten Sitzung. Es ist sehr windig, wir haben im Moment 10 Grad hier mit einem starken Wind. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und wir sehen uns später unten am Strand. So, ich habe alles jetzt vorbereitet. Ich fange gerne mit der Wand an. Es hat mich schon ich habe Wasser gekocht. Also hier habe ich für alle Teilnehmer ein Muschelkreis ausgewählt. Hier laufen ganz viele freilaufende Hunde, Menschen. Ein Hund ist hier über meinen Platz gelaufen, man sieht die Pfoten ja auch. Ich habe versucht, eine weiße Salbeifackel anzumachen bei dem Wind. Wind geht das nicht. Ihr seht ja auch, das ist ja schon angegangen und aufgegangen. Ich habe aber den Salbei in der Mitte aus Reinigung gelegt. Ich werde nochmal mit dem Reinigungsfeuer arbeiten. Nur halt hier war es mir nicht möglich, diese Fackel zum Brennen zu bringen. Und jetzt rufe ich die Spirits und ich fange an. Moment, das Wasser. Thank you.
Ausgesprochen gemurmelt für Reinigung erstmal und dann für Heilung. Ich hole mehr Wasser, weil ich das für das Ritual brauche. Es ist sehr, sehr kalt und windig. Ich mache schnell. Bis dann. Teilnehmer repräsentativ bekommt mehr Wasser mit besprochenen Gebeten für Transformation und energetische Reinigung und auch Heilung. Also das ist das, was ich gearbeitet habe in diesem Ritual. Energetische Reinigung, Transformation und Heilung.
Okay, was habe ich gemacht? Auch so Reinigungsgebete, Transformationsgebete, Heilungsgebete mit ganz verschiedenen Spirits und Heiler, darunter Mutter Maria, Jesus Christus, Zadkiel, Erzengel Zadkiel und Erzengel Raphael und auch einige mehr. Also ich bin jetzt fertig mit diesem Teil des Rituals, dann geht es heute im Laufe des Tages weiter. Also jetzt anschließend werde ich mich hier am Strand in dieses Strandcafé setzen, an dem Feuer, und da werde ich weiterhin Gebete aussprechen. Der Kreis ist jetzt geschlossen, der bleibt auch hier. Ich hoffe lange, aber das glaube ich weniger, weil hier laufen sehr viele Hunde. Mir ist einer hier, wie ich in Vorbereitungsarbeiten war, ist ein Hund hier durchgelaufen, die machen das kaputt, aber das macht ja nichts, weil energetisch haben wir den Kreis aufgebaut und wir haben auch gebetet. Also jetzt ist hier dieser Kreis geschlossen, das Ritual ist jetzt geschlossen, dieser Teil des Rituals, und dann geht es weiter mit den Gebeten, die heute in dem Tag versetzt ausgesprochen werden, und heute Abend natürlich nochmal so eine Sitzung. Bis dann, ciao!